Leute, ich bin's wieder, Supermarket Style, und ich bin ein bisschen überrascht. Ich schaue gerade so mal, ich wollte mir eigentlich ein Auto kaufen, nochmal ein Allradantrieb-Auto. Und dann schaue ich so und dann gucke ich so, der Drifthamper ist schon draußen. Das hat mich jetzt komplett gewundert. Ich dachte, die wollen jeden Dienstag irgendwie ein Auto rausbringen. Jetzt ist da zwei Autos rausgekommen. Das hat mich jetzt echt gewundert. Aber ja, naja, mir kann das ja scheißegal sein. Ich freue mich da auf jeden Fall. Damit wir dieses Auto jetzt auch haben. Fahren tut er sich richtig, richtig geil. Also ungetunt lohnt das sich auf jeden Fall auch. Jetzt schauen wir mal, wie er sich noch getunt lohnt. Schauen wir mal jetzt kurz. So, die Class trifft Trampa. Wie immer das gleiche Spiel, alles auf, June, das ist ja schon langweilig. Das muss ich irgendwie. Ich muss das gerade anders machen, damit es nicht so langweilig rüberkommt. Komm, machen wir mal wieder hier Mii. Oder wie das Scheißding heißt. Design. Was kann man da noch? Nee. Machen wir das Design. Böse kommt es. Geil. Farbe. Was sollen wir. Oh, ah, geil. Das kommt auch ziemlich fett. Ich bin no homo, auf jeden Fall, aber die Farbe kommt geil. Aber ich glaube, Taugelb kommt geiler. Und dann macht man hier noch ein bisschen ein Pink rein. Heißes Pink. Und machen wir mal das Dach auch pink. Wie sieht es aus mit dem? Nee, nee. Das Dach muss eine andere Farbe haben. Genau so. Federung ganz unten. Rennengetriebe rein. Das ist die kürzeste Tuning-Vorstellung, glaube ich, wo ich hatte. Muscle-Car-Reifen. Wir nehmen die. Tun die schwarz oder? Oder was hat das da pink? Nehmen wir heißes Pink. Rosa Reifenqualm. Machen wir einfach mal hier so, übertreiben wir. Ja, das war's dann auch mit diesem Video, Leute. Und jo, bis dann, haut rein, ciao.